IC 2039 RE56 Leipzig. Heute fahren Sie den IC 2039-RE56 Richtung Leipzig. Sie werden von Oldenburg bis nach Bremen Hauptbahnhof fahren mit den Unterwegsbahnhöfen Uhde und Delmenhorst. Ab Bremen wird dann der Zug von einem anderen Kollegen übernommen. Fahren werden wir die Baureihe 193 Vectron 633,2 Tonnen schwer. 12 Wagen im Zugverband, 309,1 Meter lang auf der Strecke Bremen-Oldenburg, heute im Abschnitt Oldenburg Hauptbahnhof bis Bremen Hauptbahnhof. Es ist 11:30 Uhr und damit ein herzliches Willkommen zur Folge 24 Train Sim World 4, der Danny spielt das. Ich muss tatsächlich etwas überlegen. Ich würde sagen, wir beginnen. Und zwar werden wir die Türen entriegeln. Dafür müssen wir aber erstmal hier den Zug ein wenig aufrüsten. So, dann können wir die Türen entriegeln. Und zwar machen wir das auf der linken Seite. Zack. Dann können wir noch ein wenig die Zugspitzensignale, Führerstandsbeleuchtung einschalten können. In den Einstellungen gehen, das Ganze hier PZB-Modus auf O machen, denn wir sind ja ein Personenzug. So, das haben wir auch gemacht. Dann können wir die AFB, AFBA AFB, einschalten. AFB. Genau. Das auf 40 stellen. So, das haben wir auch erledigt. Hier oben können wir noch auf Dunkel machen. So, dann noch die Zugsicherungssysteme einstellen. Das haben wir auch soweit getan. So, dann würde ich sagen, sind wir abfahrbereit. Können uns ja wenig draußen umsehen und sehen, dass wir ein IC haben, und zwar in einem Farbkleid. Derweil können wir die Türen verriegeln. So. Das haben wir soweit getan. Können wir ein kleines Foto machen, während wir das Abfahrsignal erhalten, und haben unseren ersten Halt in Uhde, Bahnsteig 3. Das heißt, wir lösen die Bremse. Das müssen wir natürlich hier auch mit der direkten Bremse machen. So, dann lösen wir noch hier die Bremse. Dann können wir eigentlich abfahren. Das heißt, wir stellen uns mal hier hin, draußen, und dann würde ich sagen, auf geht's. Wunderschön. Befreiung. Zugbeeinflussung. Wunderschön, wunderschön. Springen wir hinein. Dann werden wir jetzt hier über die Klappe gefahren, während wir auch schon auf 60 beschleunigen dürfen. Tun wir das doch auch. Der war noch die SIFA. Dann fahren wir hier schön über die Klappbrücke mit unserem IC. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Software-Einstellung.
ganz ruhig. So. Wir haben jetzt eine 85 km/h, nur dass du für noch nicht fahren. Jetzt über 160, haben aber noch eine Überwachung. Das heißt, wenn ich ein wenig ausschalten, zumindest. Nee, genau. Jetzt können wir es befreien. Zugbeeinflussung. Dann können wir auch auf 160 gehen. So. Ganze bestätigen. So, dann kann doch. Was ist denn jetzt los? Zwangsbremsung. 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 Wir haben es doch Zwangsbremsung. befreit, hä? Zwangsbremsung. Zugbeeinflussung. Muss Zugbeeinflussung. ich jetzt nicht verstehen, oder? Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Muss ich jetzt nicht verstehen. Ja, doch, PCB hat O, oder? Ja. Komisch. Habe ich jetzt irgendwie nicht so ganz verstanden. War da irgendwie ein Magnetensignal oder? Das war da jetzt Phase. Hier war doch nichts. Kein Signal, kein Magnet, nichts. Verstehe ich nicht. Also die Zwangs habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Naja, lassen wir das mal so dahingestellt. Dürfen auf jeden Fall 160 fahren. Fahren noch über Hude, Delmenhorst und schließlich Bremen. Ich hoffe, dass jetzt alles gut läuft. Nicht, dass wir wieder so eine Pseudo-Zwangse kassieren. Das wäre scheiße. Vor allem, weil man nicht weiß, warum. Weil wir haben uns vorher befreit. Das heißt, wir hatten keine Überwachung mehr und da verstehe ich die Zwangse nicht. Und Sieferzwangse hat er nicht gesagt. Er hat einfach nur Zwangsbremsung gesagt. Also, ja, komme ich nicht ganz mit. Aber lassen wir das. Ach du Scheiße.
Ja, war mir klar. Zwangsbremsung. Soll denn der Scheiß überhaupt ständig? Zwangsbremsung. Ich verstehe es nicht. Zwangsbremsung. So schnell kann man gar nicht bremsen. Entschuldigung. Zwangsbremsung. Ich verstehe es nicht. Zwangsbremsung. Ja, ist mir klar. Zwangsbremsung. 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 Ich verstehe es nicht. Entschuldigung. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Zugbeeinflussung. 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 Ich weiß nicht, ey, da sind doch komische Zwangsen hier. So schnell kann man da gar nicht bremsen, ey. Gibt's doch gar nicht. Das ist ja Wahnsinn, ehrlich, das ist ja Wahnsinn. Gleiswechsel, alles gut und schön, aber ist klar, dass wir da mit 40 fahren müssen. So, wir dürfen wieder aufschalten. Sorry, aber die Zwangsen waren jetzt irgendwie klar. Ich musste runterbremsen auf unter 85. Alles gut und schön, alles richtig. Aber in was für einer Geschwindigkeit habt ihr das gesehen? So schnell kann ja keiner bremsen. Ich hatte ja schon auf Bremsstufe 7. Also manchmal ist das ein bisschen komisch alles. Das Szenario kommt aus dem Creators Club. Nur mal so viel dazu. Ich will das nichts behaupten, um Gottes Willen. Der Kollege hat das mit Sicherheit gewissenhaft gebaut. Aber weiß ich nicht.
was ihr dazu sagt. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. So, 3,6 Kilometer noch, circa, dann sind wir schon in unserem ersten Halt, Hude. Das heißt, wir werden uns auch gleich bremsbereit machen. Mich jetzt schon. So, müssen wir da quittieren oder nicht? Sieht nicht so aus. Aber KI-Verkehr ist ja schon mal ordentlich, würde ich sagen. Gefällt mir ja schon mal. Jetzt eh gleich da, sind nur noch 1 Kilometer, können wir auch direkt bremsen, würde ich sagen. Oder mehr bremsen. So, Hude, normalerweise kein Fernverkehrszug hält. Denke ich mir mal so. Ja, einigermaßen gut gehalten, würde ich mal sagen. So. Aber es ist doch einigermaßen hinbekommen, hier anzukommen. Trotz der unnötigen Unterbrechung. Das ist also übel. Das ist nichts Besonderes. Aber das ist es nun mal. So sieht es halt aus hier. So, wir lösen die Bremse. Ihr habt. Natürlich auch. Und die. Dann geht's weiter.
wunderschön. Nächste Station, Delvenhorst. So, wir dürfen jetzt 130. Aktuell machen wir das. Sind sogar schon 150. Drücken wir die Silber, dann gehen wir auf 150. So. Und dann sind es auch gleich wieder 160. Wunderschön. Ich verlinke euch auch gerne das Szenario und das Repaint. Das sind nämlich zwei verschiedene. Ja, wie nennt man die? Ihr wisst, was ich meine. Ich werde euch die auf jeden Fall verlinken, wenn ihr das Szenario nachspielen wollt. Nächsten Halt Delmenhorst entgegen. So, diese Zwangsenwachse scheint mir überwunden zu haben. Scheint jetzt doch eine relativ flüssige Fahrt zu werden. Was das da am Anfang war, ich kann es euch echt nicht sagen. Okay, die zweite Zwangsenwachse macht Sinn. Ich war einfach zu schnell noch, ist klar. Aber das ging ja so schnell konnte ich gar nicht bremsen. Also ihr habt es ja selber gesehen, ich war schon auf Bremsstufe 7 und es hat halt trotzdem nicht gereicht. Haben wir dann gleich auch erreicht. 5 Kilometer noch, circa. Sehr viele RIs hier unterwegs. Das ist jetzt zum Beispiel eine Quitschi. Auch zum ersten Mal. So, 120.
AfB-Bremsung hat diesmal wunderbar hingehauen. Klasse. Mehr. Noch eine Quietsch. Nee, 612er. Geil. Ja, alles vertreten in dem Szenario. Alles an KI, was gibt. Das hatten wir schon zweimal. IC in Form von 101 und IC-Wagen. Mehrere Male RE und jetzt schon zweimal. Also einmal Quietschchen, aber 612er. So, wir nehmen. Weil wir nämlich gleich da. Etwas langsamer werden. Noch ein bisschen Bremse wegnehmen, nicht zu langsam werden. Jetzt ein bisschen ausrollen hier. Da sind wir schon in Delmenhorst. An Bahnsteig 2. Diesen wunderbar sonnigen Tag. Sehr schön, auch das hat funktioniert. Das ist also Delmenhorst. Das soll auf jeden Fall Delmenhorst sein, sagen wir mal so. Ob es jetzt wirklich so aussieht, kann ich euch nicht sagen. Ich war noch nicht dort. Aber ja, das soll das auf jeden Fall darstellen. Ihr könnt ja selber urteilen, ob es der Wahrheit oder der Realität entspricht, wenn ihr das kennt. Ich meinen Teil kennst du leider nicht. Von daher kann ich dazu nichts sagen. So. Riegeln die Türen. Das haben wir erledigt. Dann werden wir die Bremsen lösen. So, und auf geht's. Nächste Station, Bremen Hauptbahnhof. Das sind jetzt 12 Kilometer, also alles im Lack, alles im grünen Bereich, keine große Entfernung. Oder was sind das? 13 Kilometer. 13 sind es, okay. Auch das ist zu schaffen. So, die kleine Unterbrechung musste sein. Dem konnte ich keinen Aufschub mehr geben. Näher will ich da jetzt nicht drauf eingehen. Ja, wie gesagt, wir sind ja immer noch auf dem Weg nach Bremen Hauptbahnhof. Mit unserem IC in Form von BR193 Vectron und IC-Wagen. Oh, wir haben ein rotes Signal vor uns. Eieieiei. Da werden wir doch mal direkt wieder langsamer.
Was hat das denn wohl zu sagen? Zugbeeinflussung. Schauen wir mal, was das zu bedeuten hat, warum wir denn rotes Signal haben. Ein bisschen unter 24 sein. So, dann machen wir, glaube ich, erstmal nichts verkehrt. Machen wir hier mal schön an das rote Signal heran und schauen, was passiert. Zugbeeinflussung. So, Befreiung ist natürlich nicht möglich, logischerweise. Vielleicht auch wegen dem Containerzug da vorne. Das kann natürlich sein, ja, ich denke mal, Zugbeeinflussung. dass der es war. Wir werden auf jeden Fall fortfahren und haben grün. Das heißt, wir dürfen wieder aufschalten. Feuerintensiver. So. Bestätigen das Ganze. Und dann geht die Reise weiter. Rote Containerzug war halt das, oder der war halt der Grund des roten Signals, der von unserem farbig war. So, dann sind es noch 10 Kilometer bis Bremen. Dort wird das Zugpersonal wechseln, inklusive TF. Und die Fahrt weiter nach Leipzig vornehmen. Beziehungsweise ein anderes Zugpersonal wird dann die Fahrt nach Leipzig fortsetzen. Ihr müsst leider warten. Ich halte hier nicht. Übrigens, ich kann euch so viel schon mal mitteilen, dass auch Fairs System Sound Design langsam aber sicher den Trainboard das Ganze nimmt Gestalt an. Also es wird nicht mehr allzu lange dauern, dann ist auch der Trainboard von Fair System Sound Design fertig und ihr könnt dort dann personalisierte Szenarien käuflich erwerben mit eigens eingesprochenen Ansagen, Bahnhofs, Atmosphäre und. Auch das wird sehr, sehr bald fertig sein und könnt euch dann
darauf freuen und das Ganze dann käuflich erwerben bei Fairsystem Sound Design. So viel sei euch schon mal gesagt, das kann ich euch hier und heute schon versprechen, dass das sehr bald fertig sein wird. Genaues Datum kann ich euch noch nicht sagen, aber es wird nicht mal allzu lange dauern. So viel sei an dieser Stelle schon mal gesagt. Und es wird auch bald wieder neue Fernbus-Simulator-Szenarien geben mit dem Busbot von Fairsystem Sound Design. Entschuldigt bitte, dass das im Moment ein wenig dauert, aber die Kollegen von Fairsystem sind im Moment total vertieft in die Arbeit für die Veröffentlichung von dem Trainboard und das nimmt natürlich seine Zeit in Anspruch und seid den Kollegen bitte nicht böse, habt ein wenig Verständnis dafür, dass das alles ein wenig dauert. Das ist eine riesengroße Entwicklerarbeit und ja, gebt ihnen ein wenig Zeit, umso besser wird das Ergebnis. So viel nur mal dazu. 120, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ja, war mir klar. War aber auch gar kein Signal da, ne? War kein Signal. War es nicht. Ja, ist mir klar. Zwangsbremsung. Leck mich doch am Arsch. Entschuldigung, ist doch so. Zwangsbremsung. Dritte Zwangsbremsung. Ich geh kaputt, echte. Ich weiß nicht. Zwangsbremsung. Zugbeeinflussung. Ach. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ist doch krank. Willst du heute mal losfahren oder? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Da war kein Signal der Welt in dem IBI, dass ich da hätte quittieren müssen oder sonst was. Gar nichts. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Manche Szenarien sind komisch. Entweder es liegt am Spiel oder es liegt wirklich an dem Szenario, was hier aus dem Creators Club kommt. Weiß es nicht. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, weshalb, wieso das so ist, wie es ist. Warum ich dauernd die Zwangsen kassiere, obwohl da eigentlich nichts zu quittieren gab und nichts dergleichen. Was ein saugeiles Bild. Absolut. Es ist so. Ich liebe das. Ich liebe das einfach. So, 60 haben wir ja eingestellt. Ist auch nicht zu anbrennen. Dann gleich 50 und ein gelbes Vorsignal. Weil dann sind wir eh in Bremen.
geht schon mal runter auf 50. Nicht, dass wir da jetzt noch sonst irgendwie einen Fehler machen. So. Signal mit 50 drin. Zugbeeinflussung. Fahren wir schön in den Bremer Hauptbahnhof ein. Wunderschön. Zugbeeinflussung. Mein Gott, alles auf einmal. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Noch will ich nicht stehen bleiben, noch 20 Meter. Wir haben es geschafft. Mit 3,20 an Bord. Was ist für den hier? So, okay. Also wie gesagt, ein etwas holpriges Szenario. Vielleicht ist was auch meine Fahrweise, ich weiß es nicht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Warum genau schwebst du? Naja, egal. Lassen wir das. Da können wir die Türen verriegeln? Auch nicht. Jetzt, dann wird sich das Szenario wahrscheinlich eh beenden. Es ist ein schönes Szenario, vielleicht etwas holprig hier und da. Einige Zwangsen habe ich nicht so ganz verstanden. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ich falsch gemacht habe.
Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Was bleibt mir noch zu sagen? Euch noch einen schönen Sonntag zu wünschen, eine schöne Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu. Ich hoffe, dieses Szenario, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Nochmal etwas in eigener Sache. Denkt bitte an die Kanalmitgliedschaft. Schaut euch da gerne mal um. Wählt für euch das passende Paket. Denkt an meinen Instagram-Account. Dort könnt ihr mich abonnieren für einen sehr geringen Preis. Die ersten 5 haben einen günstigen Rabatt. Schaut einfach mal rein. Klickt euch durch. Würde mich auf jeden Fall freuen. Euch soweit noch eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr seid in einem der nächsten Videos wieder mit am Start. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Dennis Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Bye, bye.